Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen im Eisenkunstgussmuseum in Büdelsdorf. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Das Museum ist geöffnet. Und es ist nicht nur geöffnet, sondern wir haben in diesem Jahr auch eine Sonderausstellung für Sie in diesem Museum, das in den 1960er Jahren hier gegründet worden ist von der Unternehmerin Käthe Ahlmann, das eine einzigartige Eisenkunstgusssammlung besitzt. Später in die Trägerschaft der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen übernommen wurde und 2016 eine ganz tiefgreifende Modernisierung erfahren hat, wo wir das Museum versucht haben, ins 21. Jahrhundert zu überführen und für die Fragestellungen von heute fit zu machen. Dazu gehört auch unser Ausstellungsprogramm und ich darf Ihnen vorstellen, neben mir Frau Thekla Kock, die Leiterin des Eisenkunstgussmuseums. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind und würde Sie ganz herzlich jetzt mit in die Ausstellung einladen. Ja, jetzt sind wir hier im Eisenkunstgussmuseum und das Besondere ist in diesem Fall, dass wir keine extra Sonderausstellungsfläche haben, sondern die Objekte der Sonderausstellung werden direkt in die Dauerausstellung integriert als künstlerische Intervention. Und gerade bei Erik Seidel, der 1966 geboren wurde, ist das sehr spannend, denn seine zeitgenössischen Skulpturen wurden auch in Eisen gegossen, also so wie unsere Objekte, die hauptsächlich aus dem 19. Jahrhundert stammen. Aber er hat die Objekte dann noch mit einer speziellen Oberflächenbehandlung behandelt. Also er hat sie mit Wein besprüht und nach draußen gestellt und so ist das Eisen gerostet. Und das kann man ganz wunderbar an dieser unterschiedlichen rostfarbigen, manchmal bis zu schwarzen Patina sehen. Und diese Objekte, die auch noch ein natürlich sehr spannendes Thema darstellen, treten dann in Dialog und Kontrast mit unseren Werken aus dem 19. Jahrhundert. So, jetzt darf ich auch ganz herzlich Erik Seidel hier begrüßen im Eisenkunstgussmuseum. Und wir stehen hier direkt neben einem wunderbaren Werk, Letzter Morgen 2. Und das greift das Thema der Zerstörung der Umwelt ja besonders spannend aus der globalen Perspektive auf. Und was hier so auffällt, sind diese Flammen. Also der Globus explodiert in einem Flammenmeer. Herr Seidel, wie haben Sie das gemacht? Ich habe mir zuerst einen Original Globus besorgt und der ist also aus Kunststoff. Den habe ich mit einer Gasflasche, mit der Flamme bearbeitet und so geformt, wie ich ihn für mich gebraucht habe. Und dann lässt man einfach Wachs, heißes flüssiges Wachs darüber laufen. Und das entsteht im Prozess, entstehen diese Strukturen. Es muss immer wieder erkalten und dann kann man immer wieder mit der Flamme weiterarbeiten und irgendwann hat man die Formen, die inhaltlich, aber auch ästhetisch nötig sind, fertiggestellt. Super, das kommt hier wirklich sehr gut rüber. Genau. Und dieses Thema der Zerstörung der Umwelt, das greifen Sie ja immer wieder auf und das sehen wir jetzt auch in Ihrem nächsten Werk, wo wir jetzt mal hingehen wollen. So, jetzt stehen wir hier vor dem Lenker und wir sehen schon, da sind zwei besondere Elemente und dieses Tier ist eine literarische Anspielung, die sich darin versteckt. Da ist nämlich Goethes Faust im Hintergrund und das ist quasi der Pudel und zugleich also auch Mephisto, der hier auf diesen Fässern balanciert. Und das Spannende ist dabei auch, dass Sie ja das nochmal aufgegriffen haben in zwei anderen Werken. Und da kann man das dann ein bisschen eher erahnen, dass da Goethes Faust dahinter steht. Es gibt ein weiteres Werk, was wir hier nicht zeigen. Das heißt Der stille Gast. Und ja, das ist ein direktes Goethe-Zitat. Aber man kann auch, wenn man die Anfangsszene von Faust liest, ein bisschen, da sieht man auch, dass da dieses Morbide rüberkommt mit dem Tiergrip und Totenbein. Also das sehen wir hier ganz gut. Ja, und es ist natürlich spannend, der Mephisto, also Teufel als Lenker der Welt. Aber die zweite Interpretation wäre auch der Mensch, der versucht, die Welt zu lenken. Aber er steht hier ganz auf instabilen Pfoten. Und genau, das ist das zweite Element. Hier kommen diese Fässer ins Spiel. Wie kamen Sie denn auf diese Idee mit den Fässern? Ja, in meiner Werkstatt hängt seit vielen Jahren ein Foto von der Asse.
hunderte Fässer, gelbe Fässer sind hinabgekippt und deformiert. Und das war eigentlich für mich hier der Auslöser. Der Mensch als der, der immer Gutes schaffen will, aber eigentlich mit jedem Guten eine neue Katastrophe provoziert und glaubt, er hat die eine Katastrophe bewältigt, kommt die nächste schon. Und das war eigentlich für mich so das Hauptthema. Aber auch der Mensch eigentlich hier schon als gescheitertes Wesen. Und es ist nicht sicher, ob er das perspektivisch noch drehen kann. Ja, also auch hier ist alles im Fluss und wir wissen es nicht. Können wir das Ruder herumreißen? Können wir die Zerstörung der Umwelt aufhalten? Ja. Genau. Ja, jetzt schauen wir uns Meister, was ist es, was ich höre, 4 an. Daran merkt man schon, es ist eine mehrteilige Serie. Also es gibt noch mehr Werke mit diesem Titel. Und der Titel ist ein direktes Zitat aus Dantes Göttlicher Komödie. Also das zweite literarische Werk, mit dem Sie sich auseinandergesetzt haben. Und hier in dieser Szene, wo Dante Vergil fragt, Meister, was ist es, was ich höre? Da hört er eben Wehklagen und Schreie von den Seelen in der Vorhölle. Und Vergil erklärt ihm das, dass es eben die Seelen sind, die weder gut genug waren, um in den Himmel zu kommen, noch so schlecht, dass sie direkt in die Hölle gekommen wären. Also sie sind in dieser Vorhölle und bewegen sich da in so einem seltsamen Zwischenzustand, werden auch wohl von Ungeziefer geplagt, so schreibt es Dante. Und diese Schreie, dieses Wehklagen, damit beginnt eigentlich so der Abstieg von Dante in die Hölle. Und das Werk setzt diese Idee um, aber mehr diese akustische Idee, finde ich. Also das ist ganz spannend, dass der Schädel ist eben besonders groß. Und von dieser Seite hält er seine Hand hoch und hat so einen ganz hörenden Charakter. Und dieser infernalische Kopf, also man sieht hier oben wieder Flammen herauskommen, wie beim letzten Morgen, den wir als erstes gesehen haben, blickt in eine düstere Zukunft. Gemeinsam mit dieser Ratte kann man vielleicht ganz gut erkennen. Die beiden gucken in die düstere Zukunft, die da kommen wird. Ja, jetzt sind wir hier in diesem wunderbaren Innenhof des Eisenkunstgussmuseums. Das ganze Haus ist darum angeordnet und da wollten wir natürlich gerne auch ein Werk von Ihnen aufstellen. Und das hat sich angeboten, diese tolle Säule aus Schädeln, der 7. Tag. Wie kommt der Titel zustande? Was steht dahinter? Der ist eigentlich aus der Bibel entlehnt und am 7. Tag sollst du ruhen nach den vielen guten Schöpfungsergebnissen. Haben wir hier ein weiteres, was der Mensch schaffen kann. Aber da steht eigentlich was Schlechtes dahinter, ne? Also hier diese Pumpe, die pumpt das ganze Schlechte der Welt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hier gibt es auch ein Rad, was beweglich ist. Und man könnte versuchen, das Schlechte aufzuhalten, aber es klappt nicht. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Und dazu ist auch noch dieses Element der Palette ganz spannend. Was hat es denn mit dieser Palette auf sich? Die Palette habe ich in einigen Skulpturen verwendet. Das ist für mich so ein Zeichen, dass man die Palette als Transportmittel, dass man alles, jedes Produkt dieser Welt mit der Palette transportieren kann. Gutes und solches. Auch Schlechtes, ja. Aber tatsächlich, und das liebe ich auch an Ihrer Kunst, ist ja immer so ein Funken Humor dabei und die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man ja kennt. Also die Hoffnung ist da. Und wo ist es denn hier versteckt? Ja, hier am Boden von der Palette sieht man ein Modellierholz, was ich als Wachs modelliert habe und das mit gegossen, also ein Bildhauerwerkzeug. So als Zeichen, es ist vielleicht noch veränderbar, ja. Unsere Entwicklung. Ne? Also es ist die Bildhauer-Idee, aber wir haben es noch nicht erreicht, dieses Schlechte. Genau, es ist nur eine Idee, nur ein Gedankenspiel. Ja. Vielen Dank. Wir freuen uns ganz doll, wenn Sie zu uns in die Ausstellung kommen und gucken Sie sich alle Werke von Herrn Seidel an. Es lohnt sich wirklich. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie dann den Dialog sehen zwischen unseren Objekten aus dem 19. Jahrhundert und den Werken von Erik Seidel. Kommen Sie, wir freuen uns.